So, ich bin's mal wieder. Heute mal etwas aktiver, was das Audioschicken angeht. Da hat man wieder ein bisschen mehr Zeit und Sinn für Sinnbringendes. Wie zum Beispiel das Auspacken von dem Cell First Form. So, pass auf. Also, das allererste. Bandai ist offensichtlich jetzt auch auf die Idee gekommen, wir retten die Welt. Denn normalerweise ist bei den SH Figure Arts Geschichten immer so ein kleines Zettelchen in der Verpackung drin, wo die Gebrauchsanleitung drauf ist. Also welche Teile kommen wohin und wie und wieso und weshalb und warum. Ja, das gibt's offensichtlich nicht mehr. Dieser Cell ist relativ neu. Ja, der ist von vor ein paar Monaten vielleicht. Ja, und der hat diesen Zettel nicht mehr. Stattdessen ist jetzt die Gebrauchsanweisung auf die Innenlasche und auf die Außenlasche gedruckt, damit du es da dann lesen kannst. Das ist natürlich jetzt für jemanden, der die Box nicht zerstören will, ein Problem, weil du musst das Ding halt wirklich komplett auseinanderfalten, um dir das angucken zu können. Also was für eine ist das denn jetzt, ja? Mich persönlich stört's nicht, ich schneide die Boxen ja eh auseinander. Aber für jemanden, der halt jetzt vielleicht einfach nur die Box aufmachen und sich mal die Gebrauchsanleitung durchlesen will, ist das ganz schön beschissen. Und das, na, also ich frage mich halt, was da in den Köpfen vor sich geht. Retten wir jetzt die Welt, indem wir ein kleines, sagen wir 10 cm mal 12 cm Kärtchen mit zwei Seiten nicht in die Verpackung packen und stattdessen alles auf die Verpackung drucken, und zwar so, dass man nur drankommt, wenn man das Ding komplett auseinander nimmt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht kannst du es mir sagen, vielleicht kannst du mich irgendwie, ja, erleuchten. Ich würde stark bezweifeln, dass das der Fall ist. Ich glaube nicht, dass wir die Welt retten, wenn wir ein kleines Papierstückchen nicht mit in die Box legen und stattdessen alles auf kaum zu ja erreichende Teile der Box drauf drucken, die man nur erreicht, wenn man das ganze Ding auseinanderbaut. Also weiß ich nicht, was ist denn? Das ist wieder so eine Twilight Zone-Erfahrung, ja? Macht nicht wirklich Sinn. So, und ich sehe jetzt hier gerade, oh, wundervoll. Das ist ja richtig schön, ne? Richtig geil. Mein eines Gesicht von dem Cell. Der Cell kommt mit vier Gesichtern zum Austauschen. Und ich sehe gerade, eines der vier Gesichter hat einen Farbabrieb. Und zwar mitten in der Mitte. Mitten auf dem Schnabel. Ja? Mitten auf dem Schnabel ist ein Farbabrieb. Richtig geil. Kriege ich mit orangener Farbe gefixt, ist kein Problem. Ja, deswegen schicke ich das Ding jetzt nicht zurück. Ich muss da mit Farbe dran, aber für eine Premium-Figur, also was zum Geier soll das? So, jetzt gucke ich mal hier auf die Verpackung. Made in Vietnam. Oh, dann wird es jetzt sowieso spannend. Tamashii Nations hat ja die Fabriken gewechselt. Die sind ja nicht mehr nur in China, sondern die machen jetzt auch in Vietnam die Figuren. Und ich habe bisher gehört von sämtlichen Vietnam-Figuren, dass die sich billiger anfühlen und teilweise die Qualität auch nicht gut ist, was wir ja hier schon sehen. Ne, ich schicke dir gleich ein Bild. Also das ist halt auch mitten auf dem Schnabel. Also so eine Scheiße. Und dass teilweise die Figuren auseinanderfallen, obwohl es Premium-Figuren sind. Also ich bin sehr gespannt. Hier hinten fällt mir schon der Flügel entgegen. Also es sieht nicht gut aus. Ne? 79 Euro. Sieht nicht gut aus. So, schön. Der Stachel ist auch verbogen. Gerade frisch aus der Box genommen. Ne? Stachel verbogen. Und das ist Hartplastik. Also das wird schwierig, das wieder in die richtige Form zu biegen. Das hat nämlich überhaupt gar keine, keine, wie nennt man's? Also das Material gibt nicht viel her. Das ist nicht, das ist sehr brechlich. Ja, also das ist zerbrechlich. Mein Gott, ich kann nicht reden vor Schock. Ich kann vor Schock nicht reden. Was habe ich hier in der Hand? Das ist doch keine SH Figure Arts Qualität. Das kann mir doch keiner erzählen. Ich habe doch jetzt mindestens 100 Figuren von denen aufgemacht. Das ist doch keine Figure Arts Qualität. Was zum Teufel ist das? Dieser Stachel ist verbogen. Der ist verbogen und aus einem Plastik, was nicht viel Bewegungsspielraum zulässt. So, das war das Wort, was ich meinte. Bewegungsspielraum. So, ich leg dich jetzt hier an die Seite und mach das jetzt mit dir zusammen. Die Shitshow mache ich mit dir zusammen jetzt, weil das wird bestimmt nicht gut, glaube ich nicht.
So, ich gehe jetzt hier erstmal bei dem. Ich habe jetzt die Teile alle hier erstmal rausgenommen. Also dieses Gesicht ist ja eine Vollkatastrophe. Mein Gott. Das ist ein Pinselstrich, dann habe ich das wieder. Ne? Aber das überhaupt machen zu müssen bei einer 79-Euro-Figur. Also, hallo? Ne? So, erstmal den Schwanz. Der Schwanz hat mehrere Segmente hier mit Gelenken verbunden, also mit diesen Ballpacks, ne? Also quasi so ein Stift unten und ein Scharniergelenk da dran. Es ist kein richtiges Kugelgelenk. Es ist ein Scharnier. 1, 2, 3 Segmente. Und dann kann man quasi an das hintere, kann man dann diese verbogene Schwanzspitze da anbauen. Ja, freue ich mich schon drauf. So, das ist der Schwanz. Jetzt gucken wir mal weiter. Jetzt nehme ich ihn mal hier raus. Oh, da ist schon der Flügel abgefallen. Ich hoffe, dass man das da wieder anstecken kann. Okay, ja, es ist zum Anstecken. Alles klar, Gott sei Dank. Jetzt gehe ich hier einfach mal mit dir zusammen alles durch. Also, direkt aus der Verpackung heraus, wenn man den abgefallenen Flügel nicht mitzählt. Es fühlt sich nicht schlecht an. Da ist der Flügel wieder abgefallen. Oh, oh, ich glaube, das wird ein Problem. Also, direkt aus der Verpackung heraus. Fühlt sich nicht nach irgendeinem Bootleg, Knockoff oder sonst irgendwas an. Es ist nichts locker. Hier floppt nichts durch die Gegend. Bis jetzt. Bis jetzt. Ist, ja. Oh, oh je. Ja, ich nehme es zurück. Das Bein ist locker. Das rechte Bein ist locker. Ein bisschen. Nicht dramatisch, aber man merkt's. Okay. Wie gesagt, meines Wissens nach meine erste Bandai Figure Arts Figur aus Vietnam, mit der ich jetzt hier zu tun habe. Ja, ich wüsste nicht, dass ich schon eine ausgepackt habe. Bewegung ist auf jeden Fall gut, also der kann eine Menge machen. Das Schulterpolster hat eine eigene Beweglichkeit, das finde ich stark. So, Beine, Füße, das geht alles, Arme geht auch. Die Figur macht einen recht soliden Eindruck. Es ist halt leider Gottes, ja, das ist natürlich ästhetisch nicht so schön. Die Figur hat direkt über die Brustmuskeln gezogen. Direkt in der Mitte der Brustmuskeln eine Gussnase. Also nicht eine Gussnase, eine Gussnaht. Also du siehst eine Gusslinie. So, Gusslinie. Herrgott, mir fehlen heute echt irgendwie die richtigen Worte. Eine Gusslinie. Das ist natürlich nicht schön. Das sieht auch sehr billig aus, muss man sagen. Also, ne? Das hat Bandai früher anders gelöst. Ah, je, ja, das ist nicht gut. Ja, oh Mann. Mann! Also ganz ehrlich, Leute, was ist das denn hier? So. Bauen wir mal die Flügel wieder an. Der eine, der mir hier aus der Box schon entgegenkam, ist unfassbar locker. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das könnte auch ein Problem werden. Ja, gucken wir mal. Schauen wir mal, ob der mir bei jeder Bewegung, bei jedem Posieren dann entgegenkommt, der Flügel. Das wäre natürlich unglücklich. Der eine sitzt ganz gut, der zweite ist, schwierig. Ja, der kommt auch schon wieder raus. Ah, oh, nein. Da muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Der Pack ist zu... Also da muss was dran. Da muss ich irgendwie, muss ich da was dran... Vielleicht muss ich da mit ein bisschen, Sekundenkleber drauf machen, damit das dicker wird und das dann da reinschieben. Also ich werde ein bisschen modifizieren müssen, sehe ich schon. Ich muss ja auch das Gesicht bepinseln mit dem Farbabplatzer da. Da kann ich auch direkt den Flügel bearbeiten. Ja. Okay, also erster Eindruck, ist das die Bandai SH Figure Arts Qualität, die ich kenne? Nein, definitiv nicht. Aber von dem, was ich so an Horror-Stories von Figuren gehört habe, die in Vietnam gemacht wurden, ist das definitiv nicht ganz so schlimm. Also ja, ich hatte es mir schlimmer vorgestellt. Trotzdem ist es nicht die Qualität, die ich kenne. Ich schicke dir jetzt Bilder von dem ganzen, von den ganzen Baustellen, die Figur hat. Und dann, werde ich gucken, dass ich das Schritt für Schritt hier fixe. Mal schauen.